Was ist nur passiert? Wo kommen diese ganzen Eras nur her? Warum bin ich so hilflos? Ich verstehe es nicht. Was ist mit diesen Vampiren passiert? Haben sie versagt? Ist diese Welt am Abgrund? Oh, Jaina. Oh oh. Na, wen haben wir denn hier? Keiner hat euch schon vermisst. Er hat etwas ganz Besonderes mit dir vor, Nyria. Mag es nicht noch einmal meinen Namen auszusprechen, du Abschaum. So schwach wie ein Menschenweib nur sein kann. Ich habe keine Angst. Ich kann deine Angst riechen, Mädchen. Das ist der Gestank, der von dir ausgeht, du stinkender Wurm. Genug jetzt! Oh oh. Also hatten die Eras ihr Ziel erreicht. Ustra war vernichtet. Weiner wurde von dem Schattengeist kontrolliert, den er sich von Vincent eingefangen hatte. Und nun haben die drei auch noch die Steintafel benutzt, was sie in der Lage versetzte, die ganze Welt zu beherrschen. Der Zauber erschuf eine ganze Armee von Eras-Magiern, die die Menschheit versklavten und am Ende aus Spaß einen Menschen nach dem anderen vernichteten, bis die Menschheit komplett ausgerottet war. Danach waren die Tiere der Welt dran, bis letztlich nur noch die Eras auf der Welt lebten. Absolute Macht ist ein grausames Schicksal. Und so wurde die Welt in eine ewige Finsternis gestürzt. Die Eras waren allmächtig geworden. Es gab nichts, das ich ihnen in den Weg stellen konnte. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist die Sache mit den Blutgeistern. Warum war beispielsweise Winstons Blutgeist eine Ebene der Blutgeister, obwohl er von Asgard absorbiert wurde? Nein, Blutgeister können nicht einfach absorbiert werden. Stirbt ein Vampir, so wird sein Blutgeist für kurze Zeit in der realen Welt sichtbar, bevor er dann in die Ebene der Blutgeister verschwindet. Doch in dieser Zeit ist der Blutgeist, in der sich der Blutgeist in der realen Welt befindet, kann ein anderer Vampir die Energie des Blutgeistes absorbieren. Der Blutgeist verschwindet dann nur geschwächt in die Ebene der Blutgeister, ist aber trotzdem noch existent. Man kann einen Blutgeist nicht vollständig absorbieren, sondern nur seine Energie. Endgültig vernichtet wird ein Blutgeist nur durch die Maschine der Eras. Denn die Blutgeister, wenn die Blutgeister gewaltsam aus der Ebene der Blutgeister gerissen werden, bei diesem Prozess wird dann auch der letzte Funken Energie aus dem Blutgeist gequetscht, sodass dass sie sich dann endgültig auflösen. Aha, also wären Asuka und Elaine nur noch in der Ebene der Blutgeister. Die Eras haben sich es sicher nicht nehmen lassen, auch noch die beiden Blutgeister mit ihrer Maschine zu vernichten. Was für ein grausames Ende, nach all dem, was die drei erreicht hatten. Oh, das kann man wohl sagen. Erreicht haben sie viel. Da Walner den Schäfer aus Syras umgebracht hatte, waren die Schafe ohne Aufsicht und konnten sich ohne Hemmung vermehren und so jeden Wolf und jeden Fuchs in die Flucht schlagen. Mit der Zeit wurden es mehr und mehr Schafe, bis die Weide aus allen Nähten platzte. Oh. Nachdem unser Held nun das Baby dazu bringen konnte, nicht mehr zu schreien, war sein Vater endlich nicht mehr gestresst und konnte sich wieder mehr um seine geliebte Frau kümmern. Was dazu führte, dass es aus einem Baby noch eins wurde. Was ist denn? Dass aus einem Baby noch eins wurde, okay. Und so ging die Geschichte wieder von vorne los. Noch mehr gestresst, Lupi. Die junge Dame aus Syras, für die Weiner den Sergverkäufer Stan bestohlen hatte, auch durch Weiners Handstab, gab es auch keinen Aufstand gegen Stan mehr. Stan wurde der einzige Sägehändler auf der Welt und konnte sich mit dem
angehäuften Vermögen eine kleine Villa bauen. Natürlich in Form eines Sarges. Denn niemand den armen Jungen aus Mirana einen Bogus-Käfer brachte, fing er an, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Wie nannte Mama das gleich noch? Messer? Warum soll ich damit nicht spielen? Sieht doch gar nicht gefährlich aus. Der Kagerum aus Mirana backte weiterhin sein erfolgreiches Spezialbrot, mit denen er so viel Geld verdiente, dass er bald schon neue Bäckereien in anderen Städten eröffnen konnte. Kein Inspektor kam dahinter, was Gerum denn so alles in sein Spezialbrot einbackte. Doch die schwarzen Augenränder seiner Kunden ließen nichts Gutes verheißen. Ja, da waren Pilze drin. Upsi. Die junge Reika aus Ildan erfuhr nie, warum ihr Brieffreund aus Mirana sie nie besuchen wollte. Da niemand geholfen hatte, herauszufinden, welche Blumen Reika am liebsten hatte, konnte sie nie den Mut fassen, sie zu besuchen. Und so blieb eine weitere Liebe für alle Zeit unerfüllt. Oh Colin, warum? Was habe ich denn nur falsch gemacht? Ich liebe dich doch so sehr. Warum hast du mich denn nie besucht? Inspektor Denton konnte das Geheimnis in der Backwache des Bäckers Gerum aus Mirana nicht lüften. Frustriert von dieser Niederlage im Kampf gegen das Verbrechen, beendete er erfolgsverwöhnte Denton seine Arbeit als Inspektor. Er kümmerte sich mehr um seine Frau und begann ein neues Leben als Künstler für moderne Kunst. Okay. Ohne fremde Hilfe fand Jessie kein passendes Hochzeitsgeschenk für ihren Mann Goron. In ihrer Verzweiflung schenkte sie ihm eine seltene Bierflasche, was das Ende der Ehe von Jessie und Gunner bedeutete. Er verließ sie noch am Hochzeitstag nach einem schweren Streit über die Bierflasche. Ja. Goron, es tut mir leid. Ich dachte, du magst Bier. Bier? Bier? Ich hasse Bier, du dumme Kuh. Das zeigt nur, wie schrecklich du mich kennst. Ich kann dich nicht mehr lieben. Colin, es tut mir leid. Oh, ein Häschen. Da, Teremon. Los, Teremon, du bist dran. Da Teremon aus Yalum das unglaubliche Pech hatte, dass sein Wettpartner einen rosa Hasen gefunden hatte, verlor er sein ganzes Vermögen. 20.000 Fila. Immerhin hatte er wohl nun das seltenste Tier der Welt. Okay. Da die kleine Sarah aus Yalum ihre Haarspange nicht finden konnte, kaufte sie sich eine neue. Doch auch alle Haarspangen, die sie in ihrem Laden noch kaufen würde, konnte niemals ihre Lieblingshaarspange ersetzen. Nachdem in Mesto einige Häuser aus nichts erfindlichen Gründen plötzlich unbewohnbar waren, hatten Hausbesitzer leichtes Spiel. Fehlende Wachen machten das Ganze sogar noch leichter. Nachdem Weiner für Janosch aus Mesto das Heilmittelrezept gegen Altersschwachheit besorgt hatte, konnte Janosch und seine Mutter wieder sorglos bis zum Ende aller Tage leben. Das ist immerhin was Schönes. Nachdem der gefürchtete Pirat Miboslash durch Weiner und seine Begleiter zur Strecke gebracht wurde, gab es keine wirkliche Bedrohung für Mesto mehr. Ermuntert durch den Sieg über Miboslash, sagte Bürgermeister Elias den Dieben in Mesto den Kampf an. Und das mit Erfolg. Wow, ein guter Bürgermeister. Die einzige, die kleine Anastasia aus Irana hatte dank des Topaz von Weiner die Möglichkeit, den Segen Ustras zu bekommen. Auf ihren ganzen Körper Rasur freute sie sich schon.
Ew. Nachdem einer für Melos aus Irana erfolgreich einen Mord verübt hatte, beauftragte dieser nun regelmäßig Leute damit, alle zu töten, die Verostras Namen in den Schmutz zogen. Und so ist nicht verwunderlich, dass es immer weniger Kritiker Ostras gab. Ja, was ein Arsch. Mit dem Rezept, das Valna der guten Frau Akalena aus Irana besorgt hatte, konnte sie sich ein herrliches Festmahl für die Segnung ihrer Tochter machen. Und so wurde die kleine Anastasia gesegnet und war damit eine vollwertige Bewohnerin in Irana. Oje. Da Valna den guten Inspektor Eron aus Ordun mit dem Werwolf-Problem geholfen hatte, konnte dieser diesen Erfolg für sich selbst verbuchen. Neben einer kräftigen Erhöhung seines Gehalts bekam er von der Stadt Ordun eine Statue seiner selbst spendiert. In Erinnerung der großartigen Leistung von Inspektor Eron. Oh. Nach dem Sieg Weihnachts über die Untoten des Friedhofs wurde Pastor Josef als großer Held verehrt und bekam zu seiner seinen Ehren eine lebensgroße Statue geschenkt, welche die Kirche in Ordnung fortan schmückt. Okay. Und wie im Beispiel Fina aus Ordnung erkennbar ist, macht Geld eben nicht zwangsweise glücklich. So hat ihr Weihnachts zwar ihren Geldbeutel gebracht, aber gleichzeitig hat sie ihr Leben durch Weiner verloren. So wurde der Helfer zum Mörder. So kann das gehen. Tja, so ein Käse, ne? Molly aus Yldan hat ihr Glück noch heute nicht, kann ihr Glück heute noch nicht fassen. Eine Gruppe Fremder hatte ihr das wundervolle Amulett aus dem Spielzeugladen besorgt. Allerdings fragt sich ihr Mann sehr schnell, woher sie das Geld für solch ein teures Amulett her hatte. Als sie ihm zu erklären versuchte, dass eine Gruppe Fremder ihr das Amulett schenkte, gab es einen großen Streit. Ihr Mann behauptete, das wäre die dümmste Lüge, die er je gehört hatte, und strich jegliches Hausgeld für seine Frau. Ja, weil er hat wohl sehr viel Scheiße verzapft, ne? Kacke. Mary aus Yldan wartete noch heute darauf, dass ihr Mann Karos endlich wieder nach Hause kommt. Doch es scheint, als würde dieser Wunsch wohl nicht mehr in Erfüllung gehen. Naja, noch eine Liebe. Naja. Der letzte überlebende Soldat im Wachturm nordöstlich von Yldan kämpft tapfer mit dem Tod. Er wusste, er hat seine Rache da, weil er seine Begleiter alle Monster vernichtet hatten. Dieses Wissen gab ihm Kraft und so schleppte er sich trotz seiner schweren Verletzungen nach Yldan, wo er zwar noch notdürftig, aber ausreichend versorgt wurde. Er schwor, nie wieder zu kämpfen. Wow, ein echter Krieger. Marlene und ihr Vater Beranos aus Genos machten sich gemeinsam auf die Suche nach den Schreinen. Da sie aber nie die genaue Position der Schreine erfahren hatten, suchten sie vergeblich. In einem Streit, bei dem sich beide die Schuld für das Versagen bei der Suche nach den Schreinen zuschoben, trennten sich die Wege von Vater und Tochter. Und man munkelt, dass sie nun unter dem Namen Lulu im Bordell der magischen Begierde arbeitet, während er in einem finsteren Wald von einem Werwolf gefressen wurde. Okay. Auch das Haus von Dr. Laird aus Grenos war seit dem Besuch von Weiner, Asker und Elaine wie ausgestorben. Einzig ein kleiner Hund suchte unentwegt nach seinem Herrchen und Frauchen. Doch würde nie jemand erfahren, was dieser Hund gesehen hatte. Armes Hundi. Nachdem ihre geliebte Blutrose ein schnelles Ende durch Weihnachts Klinge fand, suchte Morgana Tar aus Genos nach einer neuen, mysteriösen, gefährlichen Pflanze, mit der sie den ganzen Tag reden konnte. Doch ihr neuer Liebling hatte noch mehr Appetit als ihre Blutrose. Und so gab es ein weiteres Beispiel dafür, dass man besser die Finger von bluttrinkenden Pflanzen lässt und man keine Ahnung hat, wie man auf sichere Art und Weise
dein eigenes Blut spenden kann. Dieses Dummerchen. Ein Wunder gab es in der Weihnachtsstadt Silas. Dini Tim wurde durch das Heilmittel von Walner Aske und Elaine wieder gesund. Seine Familie dankt Gott unentwegt dafür, dass er ihn unseren Helden vorbeigeschickt hatte. Aus Dankbarkeit benannten die Weihnachtsstadt in das Fest der in das Fest der geschickten Engel um. Für mich ist dies das menschlichste, was Weiner je vollbracht hat. Naja. Chefkoch Bruno aus Gardon wurde mit seinem Sauce de Brie der berühmteste Koch der Welt. Besucher aus aller Welt kamen in das Restaurant zur windigen Mühle, nur um eine Portion dieser Köstlichkeit zu probieren. Einzig und allein ein Problem blieb. Chefkoch Bruno ging langsam aber sicher die Laufburschen aus. Der Dieb Dark King of Skardon, dem Weiner den durchgebracht hatte, konnte sich fortan ein feines Leben leisten. Er fand einen Käufer für den Dolch, der bereit war, knapp 1 Million Fila dafür zu bezahlen. Oh mein Gott, war das teuer. Seitdem war Dark King Stammgast im Magische Begierde, dem Lieblingsbot des Let's Players dieses Let's Plays. Ey, du alter Greis. Ja, lass mich, warte, ich erzähl weiter. Bürgermeisterin Fane aus Gardon wurde zu einer Heldin ernannt, nachdem sie sich um das Problem mit den Äxten der Kristallmine gekümmert hatte. Ja. Sie wurde der beliebteste Mensch der Stadt und war überall gern gesehen. Ganz Gardon war stolz auf seine starke Bürgermeisterin, die sich so sehr um die Bedürfnisse der Menschen kümmerte. Ja. Hey, aber du sollst mich trotzdem nicht so runter machen, weißt du? Ja, aber hier sind doch noch die anderen Leute. Warte. Die Menschen im Lager kämpften auch weiterhin um ihr Leben und um eine neue Existenz. Langsam bauten sie sich ihre ersten Häuser und gründeten ein neues Dorf. Olaron hatte dank der Hilfe von meiner Aska und Elaine seine Tochter Jelena, nom nom nom, lecker, wieder. Und so gab es für ihn wenigstens ein Funken Hoffnung und Freude in dieser schweren Zeit. Ja. Oh mein Gott, wir haben aber wirklich viel Scheiße gebaut. Sehe ich gerade erstmal. Fuck. Doch all diese Taten, all diese Ereignisse konnten das Unvermeidliche nicht verhindern. Die Eras haben die Macht an sich gerissen und die Menschheit versklavt. Oh mein Gott. Nach diesem kleinen Rückblick unserer ganzen Mission kommt das Endbild. Seht euch dieses gigantische Schloss an. Mit den drei Peinigern der Welt. Walner, Jaina und Raron. Die rechtmäßige Herrschaft ist wieder unser. Und dieses Mal endgültig. Unser Plan war wirklich perfekt. Und nun kosten wir die blutigen Früchte unserer Arbeit. Kein Wesen auf dieser Welt konnte sich unserer Macht widersetzen. Wie sie leiden, wie sie schreien. Die Menschen sind, die Menschheit ist so erbärmlich. Es ist ein Wunder, dass sie so lange schon existiert. Ah, da ist ja unsere neue Kriegsherrin. Was habt ihr zu berichten, Nyria? Die Menschheit leistet keinerlei Gegenwehr. Ohne den Clan haben sie jegliche Hoffnung auf Rettung aufgegeben, Gebieter. Wie erbärmlich die Menschheit doch ist. Nun, dann vernichtet sie einfach weiterhin. Wir brauchen sie ja nicht. Es ist das Schicksal der Menschheit, endgültig von dieser Welt zu verschwinden. Mit Vergnügen, meine Gebieter. Nyria. Walner! Unser Krieger der dritten Generation, der einfach nur mega geil ist.
Wir haben es geschafft. Das Ende, was ich herbeigehofft habe. Elaine, die supergeile Tussi mit den roten Haaren und den Krallen. Ich freue mich. Wisst ihr wirklich, wie ich mich freue? Mein allererstes Let's Play ist vorbei. Mit Asgard, dem Typen mit den geilsten Sprüchen ever. Ah ja, unser kleiner Sadist. Ich mag ihn. Und ja, ich hoffe, mein Let's Play hat euch gefallen. Und nun seht ihr Jaina in ihrer vollen Blüte. Die hat nämlich so lustige Löcher zwischen den Beinen. Scheuerlöcher. Lustig. Also wie gesagt, das hier war ja mein allererstes Let's Play, so Einzel-Let's Play, was ich ja angefangen hatte. Und ja, ich hatte ja ziemlich Lust da drauf und ich hätte nicht gedacht, dass das fast 100 Parts lang wird. Und ja, was kann ich denn jetzt noch sagen, außer vielen Dank für die lieben Kommentare, die ihr immer geschrieben habt. Auch wenn es jetzt am Anfang, wo ich es halt hochgeladen habe, noch nicht so viele Leute geguckt haben, aber trotzdem über so ein, zwei Kommentare freut man sich halt immer. Das ist so wunderschön. Und ich hoffe, ihr bleibt mir immer treu und guckt auch meine weiteren Projekte weiterhin. Und, was kann ich denn noch sagen? Also, zu dem Ende, was ich euch ja gesagt habe, welches ich eigentlich haben wollte. Ich habe da nicht drauf, vielen Dank fürs Spielen, yay! Ich habe darauf nicht hingearbeitet. Ich habe einfach nur gespielt. Ich habe mir aber schon gedacht, dass ich erst das ganz böse Ende bekomme oder das ganz gute. Weil das hier war das ganz böse Ende. Wo man am Ende auch noch sieht, dass Nyria sich ihnen unterworfen hat. Und ja. Ein Spiel von Alexander Malex Koch. Ein Genie, wie ich finde. Ich finde dieses Spiel so super toll. Okay, mit diesen Worten, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und so, mein lieber Simon, findet auch diese Geschichte ihr Ende. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich denke, dies ist ein würdiger Abschluss meiner kleinen Geschichte um Walner, Asgard und Elaine. Das war wirklich extrem spannend, Opa. Danke, dass du mir die Geschichte erzählt hast. Die werde ich so schnell nicht vergessen können. Und jetzt schlaf gut, Simon. Vielleicht erzähle ich dir die Geschichte morgen noch einmal. Mit einem ganz anderen Ende. Das wäre toll, Opa. Du bist wirklich ein artiger Junge, Simon. Übrigens bist du schon ganz schön groß geworden. Opa! Was, ja, ich muss mich dann, weißt du, hinlegen und so, mein Gebiss ins Glas tun und so. Ich bin ja schon alt und senil. Geschichten erzählen ist ja ganz schön anstrengend. Ja, ja. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht, Simon. Mögen dir meine Schicksale, möge dir mein Schicksal erspart bleiben. Mit einem letzten Versprecher. Auf Wiedersehen. Das Spiel startet jetzt von neuem. Es bleiben aber alle Gegenstände der Lernzauber erhalten. Vielleicht motiviert dich das ja, das Spiel noch einmal auf einem anderen Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Es gibt nämlich 6 grundlegende verschiedene Enden, je nachdem welcher Schwierigkeitsgrad du gewählt hast und ob du ein guter oder ein böser Vampir gewesen bist. Auf alle Fälle vielen Dank fürs Spielen. Ich würde mich freuen, wenn du... Schreib mir eine E-Mail und so. Bist voll cool. Und schau doch mal auf der Internetseite vorbei. Da gibt es eine Menge Infos über Vampire Stone 1 und 2. Sowie meine zukünftigen Spiele.